Heute Abend sind wir zusammengekommen, um der Opfer von Tschernobyl zu gedenken und der Opfer von Fukushima. Denn dass Atomkraft gefährlich ist, das wussten wir schon. Mehr als eine halbe Million Österreicherinnen und Österreicher haben inzwischen die Initiative zum Atomausstieg unterzeichnet. Es wird alle unsere gemeinsame Kraft brauchen, um hier diese Trendumkehr zu schaffen. Und diese Trendumkehr wird unter Umständen nicht einfach sein. Sie alle, wir alle müssen stark genug sein, dafür zu sorgen, dass das Thema Atomkraftwerke und Atomenergie nicht mehr in Vergessenheit gerät. Da wird die Atomlobby sagen, sucht euch aus, wollt ihr die Kohle fördern, wollt ihr gegen den Klimawandel etwas machen oder wollt ihr Atomkraftwerke? Nein. Wir suchen uns aus, wir wollen eine nachhaltige Zukunft, weil das das Menschenwürdigste für eine Gesellschaft ist. Und dazu gehört auch eine nachhaltige Energiepolitik. Den Opfern, denen wir heute gedenken, wurde in vielerlei Hinsicht Gewalt angetan. Immer wieder haben wir es erlebt, dass die Atomindustrie gelogen hat, Fakten beschönigt hat, das wahre Ausmaß der Katastrophe von Tschernobyl Jahr für Jahr kleingeredet hat. Und die Wahrheit ist, dass diese Industrie beendet werden muss. Heute und hier und für immer. In ganz Europa und weltweit. Ноги на ночь было, мертвой совсем забыла. И перо за это получай.